Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial. Und zwar heute geht es darum, wie man einen AFK-Channel in Discord einrichtet mit automatischem AFK-Timeout. Das heißt, dass bestimmte Spieler nach einer bestimmten Zeit automatisch in den AFK-Channel geschoben werden. So, wie richtet man den ein? Man fügt einen Sprachkanal hinzu. Ich habe hier meinen eigenen Server. Klickt auf Sprachkanal erstellen. Ich nenne diesen jetzt einfach AFK. Channel, wer kann auf diesen Kanal zugreifen? Add everyone lassen wir auch, weil jeder soll ja automatisch in diesen Kanal hineingezogen werden können. Klicken auf Erstellen. Jetzt haben wir den hier AFK-Channel. Gehen wir einmal auf Channel bearbeiten. So, hier können wir jetzt alles ändern. Bitrate brauchen wir nicht. Benutzerlimit brauchen wir auch nicht. Sofortanlagen brauchen wir nicht. Und jetzt hier Berechtigung. Add everyone. Und hier klicken wir jetzt alles einmal an. Soweit. Weil dem Spieler soll es nicht erlaubt sein zu sprechen, Mitglieder taub zu schalten, Sprachaktivierung, das ist für den Standardnutzer verboten. Aber ihm ist erlaubt, sich zu verbinden. Ja, dann klicken wir auf Fertig. Und damit ist der AFK-Channel an sich schon eingerichtet. Das heißt, wenn jemand dort reinkommt, kann ich sprechen. Aber er kann wieder zum Beispiel auf einen alten zurückwechseln. So, jetzt müssen wir noch einstellen, dass er automatisch nach einer bestimmten Zeit da hinzugefügt wird. Und das haben wir jetzt hier. AFK Timeout. Können wir jetzt hier anklicken und können wir sagen, nach einer Minute soll das Spiel dorthin geschoben werden. Nach 5 Minuten, nach 15 Minuten, 30 Minuten oder 1 Stunde. Ich nehme als 5 Minuten. Und jetzt sehen wir schon AFK-Kanal, AFK-Channel. So, lassen wir drinnen. Und noch kurz dazu zu sagen, dass Verifizierungslevel bedeutet einfach nur, wenn es bei keins ist, zum Beispiel kann jeder, egal ob er jetzt eine Sekunde auf diesem Server war und dann nach 5 Minuten oder 6 Minuten in dem Fall, kann jeder in diesen Channel reingezogen werden. Bei niedrig muss der Benutzer einen Account haben, wo die E-Mail bestätigt wurde, damit er auch in diesen Channel reinkommt. Mittelmäßig muss er länger als 5 Minuten auf Discord registriert sein oder für das letzte muss er länger als 10 Minuten Mitglied des Servers sein, damit er dann auch als AFK-Mitglied eingestuft werden kann. So, dann speichern wir das. Und das war es auch schon soweit. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Ich hoffe, euch hat das kleine Tutorial gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.